Ich sehe sowas gerne erst bei dir, damit ich weiß, ob es sich WarioWare lohnt. Ja, es ist natürlich, ne? Ist natürlich erstmal so eine Sache. Ich muss das nochmal kurz prüfen. Wie geht das nochmal? Natürlich könnt ihr euch erstmal vergewissern, ob euch gewisse Dinge einfach zusagen, bevor ich es euch kaufe. Dafür mache ich das Ganze ja. Ich kaufe mir ja sowieso alles Mögliche. Ach so. Ja, vorhin ging das nicht. Ich weiß nicht, wieso das vorhin nicht ging. Oder irgendwas habe ich falsch gemacht vielleicht. So, also. Zaubertränke. Wir können jetzt eine kleine, eine mittelgroße oder eine T-förmige. Machen wir mal eine T-förmige. In welchem Stil denn? Diese hier? Ja, die sieht ganz süß aus. So. Machen wir es mal. Nee. Komm. Nein. 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 So. So gefällt mir das. Okay. Dann können wir nämlich gleich mehrere Sachen machen hier. Okay. Nein, nee. Nee. Ich brauche momentan mehr nur die ganzen Dingtränke, die Powertränke. Deswegen ist mir alles andere erstmal wurscht. Diek, diek, diek. Was? Diek, diek, du, diek, 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 du. Hä? Ist das ein Lied? Kennt man das? Do the Diek? Okay. Jupp, 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 jupp. Auch hier mal ein bisschen wieder was einsammeln, wenn wir schon mal da sind. Okay. Und was war hier nochmal? Ah, da konnte ich dann auch noch was verbessern dann immer, ne? Das habe ich irgendwie auch nie gemacht. Das habe ich gerade drin. Guck mal, hier, das kann ich auf jeden Fall noch verbessern. Verbesserungen anzeigen. Aber ich habe keine Feder dafür. Guck mal, das habe ich auch gerade. Jobberknolls. Wir brauchen Jobberknollfedern. Da geht's nix. Ich habe zu wenig Zeug, Leute. Ich muss mir Jobberknolls umbringen. Oder Mondkälber. Kann ich die jetzt eigentlich auch da drinnen sammeln? Dick sehr, dass ein Schüler sich so die Sachen, die ich dafür brauche? Weil ich habe doch bestimmt hier so Viecher noch. Und hier sind auf jeden Fall noch Dinger. Mondsteine? Hier, guck mal, da. Da ist ein Niffler und so. Die kann ich hier alle rauslassen. Oder? Kann ich nicht? Artenobergrenze erreicht. Verkaufe Tierwesen. Ach, auch Artenobergrenze. Ach so. Aber ich kann zumindest die dann hier wieder rauslassen, oder? Ja, die kann ich rauslassen. Okay. Hm, die Niffler kann ich auch rauslassen. Hm, ja, da ist noch ein Niffler. Gut. Indirekt eigentlich war es auf den Song Rig-a-Ding-a-Ding-Dong-Song bezogen. Ne, was? Ne, Ring-Ding-Dong bezogen von Dr. Dre. Kenne ich nicht. Ring-Ding-Dong? Kenne ich nicht. So, kann man jetzt diese von den Mondkälbern die Dinger dann bekommen? Wenn ich jetzt interagiere damit? Ich probiere mal was. Also, wenn ich jetzt hier auf Ding gehe. Warte, wenn ich die jetzt füttere und so. Und kämme. Wenn ich das Viech jetzt kämme, kriege ich dann dadurch ein bisschen was? Ne, ich wollte das andere. Das hier wollte ich kämmen. Kann ich ihn jetzt ein bisschen Haut abziehen? So, du kriegst natürlich auch was. Guck mal hier, bitteschön. Ah, hier, Fell. Da, genau. Fell eines Mondkalbs, 5 Stück. Tatsächlich, dann habe ich recht gehabt. Und das ist der Jobberknoll. Guten Morgen, Paulchen Panther, hallo. Ich habe es selbst rausgefunden, oh mein Gott. Jetzt habe ich wieder eine Feder gekriegt. Oh mein Gott, Toffee, ich bin... Toffee ist so toll. Toffee kriegt was hin. Da ist ein kleiner Toffee. Ja, das Mondkalb, ne, mit diesen riesen Augen. Ja, meine Brille wirkt aber tatsächlich so ein bisschen mondkalbig, ne?
So. Fell eines Nifflers. Oh, das ist so süß. Wie der und wie der gebürstet wird, ist so süß. Oh. Oh. Aber guck mal, da ist ganz viel Zeugs rausgeflogen. Ganz viel Geld. Kann ich das jetzt einsammeln? Nee, oder? Liegt das jetzt die ganze Zeit da rum? Nee, das verschwindet wahrscheinlich nach der Zeit wieder, ne? So. Die runden Viecher sind am besten. Die runden? Ah, diese kleinen Fellknäuel. Ja, die sind auch mega süß, ne? Warum? Verstopft sich jetzt meine Nase gerade wieder. Die da, ne? Die da, oder? Meinst du? Die sind auch mega süß. Ja, hier. So. Sammeln. Genau. So. Ja, Knuddelmuffs. Ja. Ich finde die Babys süß. Generell, ja, stimmt. Also, ich muss hier viel mehr mit den Tieren interagieren, ne? Es bringt ja offensichtlich auch was. Wir können ja uns auch verbessern. Und ich merke ja auch, also, gerade bei dem Kampf gegen den Troll habe ich auch gemerkt, dass ich megamäßig schlecht aufgestellt war. Irgendwie habe ich das Gefühl gehabt, es ging viel zu lange. Also, ich weiß nicht, ob das so stimmt, aber ich kann mir vorstellen, dass es halt wirklich daran lag, dass ich vielleicht ein bisschen zu schlecht ausgerüstet bin. Erinnert mich an meine kurze Zeit auf Knuddels. Oh Gott, Knuddels. Gibt es das überhaupt noch? Oder ist das auch schon wieder weg? So. Es dauert jetzt natürlich 5 Jahre, bis ich hier fertig bin. Aber ich sollte mich ja auch mal um meine Tiere kümmern. Das ist ja schon wieder ein Spiel, wo ich wieder beweise, dass ich mich um meine Tiere nicht kümmern kann. Ich bin ja ganz schlimm. So. Ah, mit dir habe ich auch noch nicht interagiert. Ich habe viel zu viele Tiere. Bei Knuddels war ich auch sehr lang. Das ist tatsächlich an mir komplett vorbeigegangen. Also Knuddels habe ich nie gemacht. StudiVZ war... SchülerVZ, StudiVZ, ICQ. War doch sowas ähnliches, Knuddels. War doch sowas ähnliches, oder? Wenn ich das richtig im Kopf habe. War das nicht auch so ein Ding, wo man... Willst du wissen, wie es schneller geht? Ja, das wäre vielleicht echt praktisch. Wenn es da irgendeinen Trick gibt, dann wäre ich da auf jeden Fall bereit dafür. Der hat gerülpst in mein Mikrofon hier, im Controller. Der Niffler hat gerülpst. Ach, wie süß. Weißt du, im wahren Leben, wenn irgendjemand dich anrülpst, was du Potsau. Und hier, ach, wie süß. So, jetzt habe ich hier aber alle schon geknuddelt. Knuddelt. Ich habe hier alle geknuddelt. Ja, das muss ich einsammeln. Das ist aber nur eine Höhle. Ist da was Besonderes drin? Alter, was man hier alles entdeckt, ne? Es gibt eine Übersicht, wie du alle Tiere auf einmal siehst, welche schon gefüttert und gestreichelt sind. Ja, bringt das aber was? Also im Sinne von... Oh, hier ist ein Secret. Aber ich muss ja trotzdem zu jedem Einzelnen hingehen wahrscheinlich und die dann trotzdem füttern und knuddeln, oder? Glaube ich. So. Florfliegen. Kannst dann auswählen und zu dir porten. Ja gut, ob ich jetzt... du kannst da auch bauen. Ah ja, stimmt. Ja, stimmt. Das haben wir auch bei dem anderen Ding schon gemacht, ne? Da haben wir ja auch diese Ding gemacht, diese Station, wo sie miteinander pimpern können, um dann letztendlich Tiere zu zeugen. Nee, aber wenn ich jetzt trotzdem zu denen hinlaufen muss, um dann die zu füttern und zu knuddeln, dann ist es meiner Meinung nach jetzt nicht wirklich so wichtig, da so eine Übersicht zu haben. Solange ich das manuell jeweils einzeln immer knuddeln und füttern muss, ist es ja schon so ein Punkt, wo ich sage, okay... Es ist halt eine langatmige Geschichte, langatmige Geschichte. Man sollte es jetzt halt vielleicht hin und wieder mal machen, aber es bietet sich jetzt nicht an, das ständig zu machen, finde ich, weil steht ja auch da, dass es jetzt wieder 21 Minuten erst wieder möglich ist. Ich muss auf jeden Fall mehr Tiere fangen, das ist eins, was sicher ist. Lia, Hallöchen! Phoenix, danke, dass du da warst. Ich wünsche dir viel Spaß bei der Arbeit. Oder viel Erfolg, viel Spaß, viel Erfolg, wie auch immer. So, jetzt kann ich mal endlich mal was verbessern, ne? So.
Ausrüstung verbessern. Sehr gut. Da geht auch was. Puh. So, mehr geht aber wieder nicht. Ah, hier. Ah, hier geht auch noch was. So, letztes noch. Nee, das geht nicht mehr. Aber immerhin. Immerhin haben wir uns schon mal was verbessert. Und hier könnte ich noch etwas einsetzen. Wenn ich noch wollte. Und zwar, was nehme ich denn da mal? Unentdeckte Eigenschaften. Die Zweierstufe habe ich auch noch. Oh, ich habe sogar noch Dreierstufen. Erhebt erhöhten Schaden einer Alraune. Expelliarmus, Defindo, Crucio benutze ich halt nicht. Durch alle schädlichen Zaubersprüche. Oder erheblich reduzierter Schaden durch Kobolde. Ist auch gut. Ich glaube, das mache ich mal, oder? Die ist zu mächtig für dieses Objekt. Bitte was? Das ist zu mächtig? Ja, und hier fehlen mir die Zutaten für. So viel zum Thema. Ich kann nur die Einser machen, weil die Knuddelmuffs Haar brauchen. Toll. Das habe ich mich ganz kurz ein bisschen gut gefühlt. Little Cookie. Oh, also was... Ah, es war ein Spoiler. Okay, alles klar. Ist nicht so schlimm. Kann mal passieren. Aber immer mal fragen, wenn du irgendwelche mir Tipps geben möchtest, kannst du mich ja erstmal fragen oder so. Ich habe zum Glück nicht gelesen. Wurde ja rechtzeitig gelöscht. Eine Anzeige ist raus. Nein, niemals. So, warte mal. Imperio, Ziele von unserem Schaden mit dem Banner. Einige Pflanzen sind erntebereit. Du hast es gekauft, als es rauskam. Ja, ist halt echt so. Weil ich es unbedingt spielen wollte. Und, ein Troll. Und dann kam ich wieder nicht dazu. Deswegen habe ich zu euch gesagt, ich muss langsam mal ein bisschen aufpassen, wie ich hier was kaufe. Ne? So. Rein da. Aktivieren. Und ist hier wieder ein Besowski? Ich saufe ihm einfach schon mal alles weg. Dann kann sich hier keiner besaufen. Was ist das? Bonbons zum Naschen. Oh. Was war denn das? So habe ich hier eigentlich so komische... Ach, das ist immer noch die Quest, die ich nicht zu Ende bringen kann, ne? Mit dieser Magie, glaube ich. Die Magie-Quest. Oder? Ach nee, hier ist so ein Punkt wieder. Ach so. Ups, ich dachte, das wäre noch der andere, den ich noch nicht fertig machen konnte. Hogwarts ist viel zu groß. Das kann man doch gar nicht durchspielen. Oder geht es hier nur um die Hauptstory? Also der Fokus liegt bei mir ganz klar natürlich auf der Hauptstory. Ich bin ja nicht der 100% Spieler. Aber ihr seht schon, dass ich das Spiel halt trotzdem genieße. Das hier zum Beispiel muss ich jetzt nicht machen. Ich genieße das Spiel halt trotzdem. Wenn ich hier ein paar Sachen erlebe und mitkriege, dann denke ich mir so, ach ja, komm, das könnten wir hier auch noch mitnehmen. Das können wir auch mal machen und so. Aber die 100% würde ich jetzt wahrscheinlich auch nicht anpeilen. Nicht wirklich. So, wo muss ich denn hin? Für das Zaubergedönse. Ah, da drinnen wahrscheinlich, ne? Lass mich raten, da warten wieder Gegner auf mich. Ich hab's schon durch zu 100%. Wie lange hast du gebraucht? Wie viele Stunden? Doch einige wahrscheinlich, ne? Okay, warte mal. Hier. Da komme ich so nicht rein. Vielleicht so über die Tür. Guten Tag! Ich will hier nur mal kurz was einsammeln. Dann bin ich auch gleich wieder weg. Lumos. So. Nummer 1. Oh, und eine Kiste. So, das kann man rausziehen. Ach, hier. Nee, das da. Ich rausziehe. Ach so, das muss ich erstmal wegblenden. Ah, und jetzt kann ich es rausziehen. Ach, hier. Ah, kleine Rätselchen. Finde ich gut. Ich mag kleine Rätselchen. So, was habe ich dadurch jetzt geöffnet? Die Möglichkeit, das Ding zu nehmen. Und wo komme ich denn da hin? Schwarze Rose, Dankeschön. Vielen Dank. Lieb von dir. Danke, 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 danke. Vielen Dank. Ach, da hoch. Da muss ich hin. Ich
Wingardium Leviosa. Wingardium Leviosa. Einfach hier hinstellen, oder? Ja, so, ne? Hä? Ich hab's gerade Wingardium Leviosa. Lass mich doch... Wingardium Leviosa. Ich hab ein bisschen Angst vor den Schlingpflanzen, ne? Na, so komme ich da nicht hoch. Aber ich wollte es gerade umdrehen, aber es ging nicht. Warte mal, ich bin hier mal. Wie drehe ich das nochmal? So kann ich so machen? So kann ich so machen? Ich würde es gerne andersrum drehen. Hä? Hogwarts wird geschätzt mit 65 bis 70 Spielzeit und Final Fantasy 16 mit 35 bis 40. Ist also gar nicht so groß. Also bei Hogwarts Legacy hast du meiner Meinung nach mehr als 70 Stunden, wenn du dir Zeit lässt. Das ist nur meine Meinung, aber wenn du dir Zeit lässt... Ich will das wieder umdrehen. Dreh dich. Ja, genau so. Ich darf hier nicht cheaten. Scheiße. Ich will cheaten! Aber ich komme doch sonst da nicht hoch. Weißt du, was ich jetzt mache? Ist mir scheißegal jetzt. Oh! Das hat die Schwimmpflanze mich erwischt. Ich bin einfach hochgeflogen. Ich bin mit dir so hoch geflogen. Doch der Dachboden war besetzt. Es war eine Kiste neben der Laterne. Und ein Säckchen war auch noch da. Ich würde es wieder tun auf dem Balken heute Nacht. Guck mal, hätte ich auch einfach da hochgehen können, ne? Ich Trottel. So, wo ist das letzte Ding? Eins fehlt wahrscheinlich noch, ne? Wenn man sich Zeit lässt, kann man jedem Spiel mehr Zeit verbringen. Das ist stimmt. Hast du auch wieder recht. Ja, ist natürlich wieder so eine indifferente Aussage, ne? Ich finde Hogwarts noch deutlich mehr als 60. Ich habe jetzt schon 27 und gerade mal Level 15. Ich weiß nicht, wir können ja mal ganz kurz speichern, dann sehen wir das auch. Ist eigentlich gar nicht so schlecht, dass ich mal Zwischenspeicher mache. Das ist generell immer eine gute Idee. Moment, wie ging das nochmal? Oh, nee, nicht Foto machen. Wie ging das mit dem Speichern? Auf Einstellungen, genau da. Spiel speichern. Ich bin jetzt bei... Warte mal, welches mein... Genau, der hier ist der schlechteste, also der älteste Speicherstand. Ich bin jetzt bei 52 Stunden und ich habe, glaube ich, auch noch lange nicht alles fertig gemacht. Ich habe ja jetzt erst das nächste Gebiet freigeschaltet und bin schon bei 52 Stunden. Gut, ich quatsch nebenher mit euch, ne, das zählt natürlich auch noch dazu, aber trotzdem, ihr wisst, was ich meine. So, wo ist denn jetzt das letzte Ding? Ich gehe nochmal kurz nach oben, in der Hoffnung, dass ich noch irgendwas sehe. Vielleicht noch ganz weit nach oben oder so? Ich gehe mal hier raus. Hier vielleicht? Hier ist auf jeden Fall eine Kiste. Und Geld. Und da ist noch mehr Geld. Liegt Geld oben auf dem Dachboden, da wo alles... Ah, da, guck mal hier. Falls man das Speichern findet, genau. Kein Zugriff, was... Bitte was? Kein Zugriff, Besen oder Reittier. Ach, hier denken sie dran, wa? Lass mich raten. Ich komme hier nicht rein? Ach so, warte mal. Ja, ich probiere mal was. Ich komme da nicht rein. Warum? Warte mal. Ach hier. Oh. Ach so, ich konnte es einfach kaputt machen. Ich wusste nicht, dass ich es einfach kaputt machen kann. Ich wollte es nicht kaputt machen. Das ist doch böse. Man macht doch keine Dinge kaputt. Aber das war doch nicht das Rätsels Lösung, oder? Da hätte man bestimmt noch andere Möglichkeiten gehabt. Warte mal. Sammeln wir das Zeug hier. Wenn Professor Fig das nur gesehen hätte. Das haben wir geschafft hier.
Bei Final Fantasy 16 zum Beispiel habe ich zuerst auch so Gas gegeben und man sieht halt auch eben prozentual, wie viel Story man auch schon hat. Und seitdem habe ich auch runtergedrosselt und jeder mit und rede mit jeder KI, egal wie unwichtig. Ich finde ehrlich gesagt, eine gute Story, die 40 Stunden geht, finde ich deutlich angenehmer als eine Assassin's Creed Valhalla, das irgendwie 300 Stunden geht oder sowas und wo du halt einfach zu viel Text hast, der letztendlich dann auch unnötig ist. Ich weiß, da sind auch coole Geschichten dabei, aber da ist halt auch viel Unnötiges dabei. Und deswegen bin ich ganz dabei, wir machen jetzt auch mal ein bisschen wieder Hauptquest, ne? Das eine mache ich jetzt noch und dann machen wir Hauptquest, okay? Ich wollte eigentlich die Hauptquest mal wieder machen. Es ist ja schon wieder halb... So viel Zeit muss sein. Es ist ja schon wieder halb elf schon. In spätestens einer Stunde muss ich schon wieder Feierabend machen. Nee, warte, das Das geht gar nicht kaputt. Hä? Ja, das ist wieder die... Nee, sonst müssen wir das gar nicht hier drinnen machen. Ich habe nur gedacht, es geht von hier drinnen aus, aber wir können auch außen rumlaufen wahrscheinlich. Du musst alles streichen. Nee, die eine Katze wollte das nicht. So, ist das jetzt die... Ist das jetzt das Ding gewesen mit dem Schmetterling? Ja, ne? Das war nur, in Anführungszeichen, die Kiste. So, und jetzt müssen wir hier hingehen. Da geht's als nächstes lang. Das heißt, wir gehen da jetzt auch direkt hin. Es kann jetzt nicht sein, dass ich schon wieder die Hauptquest verpeile, weil ich die ganze Zeit mich mit Nebensächlichkeiten beschäftige. So, direkt gehen wir dorthin. Geh nicht über los und ziehe keine 4000 Euro ein. Wenn ein Spiel für die Ewigkeit... Wenn du ein Spiel für die Ewigkeit haben willst, spiele Final Fantasy 14 online. Da gehörst du jetzt auch schon zu der Fraktion, die Ryan ist. Ryan versucht mir das ja auch die ganze Zeit immer schmackhaft zu machen, Final Fantasy 14. Nein, das fange ich jetzt nicht an. Wir haben 50.000 Farming-Spiele angefangen. Die sind auch für die Ewigkeit. Es kann doch wohl nicht angehen, dass wir schon wieder uns mit anderen Sachen beschäftigen, die dann wieder ewig gehen, Leute. Wir müssen auch mal Prioritäten setzen. Hogwarts Legacy habe ich wann angefangen? Im Februar? Im März? Februar war es. Wir sind immer noch nicht durch. Ich fange doch jetzt nicht Final Fantasy 14 an. Und ich beschäftige mich schon wieder mit anderen Sachen hier. Mit Ballons. So. Peng. Voll in die Fresse. Nee, Final Fantasy 16. Ja, das will ich auf jeden Fall mal spielen. Also, ich mag ja Story-Games und wenn es halt 40 Stunden geht, dann geht es von mir aus auch 40 Stunden. Ich mag ja Story-Games und das will ich auf jeden Fall mal spielen. Das neue Final Fantasy 7 Remake kommt ja auch bald raus. Achso, warte mal. Runter, einfach runter, ne? Genau. Da freue ich mich fast sogar ein bisschen mehr drauf als auf Final Fantasy 16. Gamerherz, guten Morgen. Spiel wirklich? Über Harvest Moon. Ja, eben. Ja, eben. Wir müssen auch noch Harvest Moon weiterspielen. Es ist so viel. Es ist einfach so viel. Guck mal hier. Sebastian. Ich habe die Eule. Er ist wieder da. Danke. Schön, dich zu sehen. Ich habe Scharen von Renrocks Anhängern von der Küste kommen sehen. Einer sagte, sie wollten zu einer anderen Höhle, wie die, die wir gefunden haben. Wieso sind sie uns immer voraus? Sie wissen unmöglich vom Triptychon. Ich weiß es nicht. Triptychon. Ich habe noch Triptychon. Eine Erinnerung gesehen. Entschuldigung. Von einer Hüterin namens Neve Fitzgerald. Sie war verunsichert von Isidoras Gebrauch der alten Magie. Aber ich weiß immer noch nicht, wie das alles mit Renrock zusammenhängt. Diese Hüter treiben sicher nur Spielchen mit dir. Du musst mehr Informationen verlangen. So funktioniert das nicht. Um Zugang zu einer Erinnerung zu erhalten, muss ich eine Prüfung bestehen. Das ist nicht so einfach. Sie zeigen mir die Erinnerungen in einer Reihenfolge. Sie... Entweder vertrauen sie dir nicht oder du mir nicht. Interessiert Anslight dich überhaupt? Doch, genauso wie das Triptychon. Entschuldigung, ich finde das einfach so lustig. Ja, das so süß gesagt. Triptychon. Doch, ich helfe dir, ja. Vielleicht sollte ich das alleine tun. Nein, ich helfe ihm, ja. Ich will ja, dass er sich wohlfühlt und bei mir in der Nähe und so weiter und so fort und dass wir uns vertrauen können und beide gegenseitig und so. Aber... So hundertprozentig? Ich bin Slytherin. Ich vertraue doch niemandem so hundertprozentig, oder?
Aber natürlich, Sebastian. Wir sind schon so weit gekommen. Lass dich nicht von deinem Frust überwältigen. Gut. Ich füge mich deinen Hüterfreunden. Fürs Erste. Und widerwillig. Wir haben keine Wahl. Also, schauen wir, warum das Triptychon uns herführte? Du meinst das Triptychon? Los, schnell, ehe man uns bemerkt. Pass auf. Ich sah, wie ein paar von Renrocks Leuten... Lass mich raten, er fängt gleich wieder an zu tanzen. Könnt ihr euch noch daran erinnern, an diese tolle Tanzsequenz? Raubzüge, schätze ich. Dieser Berg diente zum Schutz der Wertsachen der Dörfer. Er ist jedoch verlassen, seit Renrock die Küste erobert hat. Andrea Berg, der dient ja als Schutz. Achso, sollen wir jetzt da durchlaufen? Oh ne, aber da werden wir wahrscheinlich wieder gegen ordentlich Viecher antreten müssen, ne? Gut, wir können uns ja unsichtbar machen, ne? Was, ich mag Sebastian nicht mehr. Oh, Vroni! Oh mein Gott, damit hast du dir aber den Unmut des Chattes jetzt zugezogen. Hier gibt es so viele Sebastian-Fangirls hier. Die sagen an, oh Sebastian, das ist süß. Oh mein Gott, das ist sweet. Sebastian, oh my goodness. Ich kann es auch nicht ganz nachvollziehen. Kann er sich mal umdrehen? Sonst hole ich gleich ein Triptychon. Mach dich fertig. Oh. So viele, ne? Dieser Tag ist schon viel zu lang. Plup. Und plup. Frühstück ich einen nach dem anderen ab hier, du. Voll die Lappen. Das war's schon, oder? Ja, das Rad hier. Oder dieses Ding da, was auch immer, das ist ein Bohrer oder was weiß ich, der macht hier voll laute Geräusche. Ich finde Rufus oder wie der heißt, cool. Nicht Dings hier, Arminus. Der Blinde. Der ist doch auch voll knuffig, oder nicht? Das sind alles hier so Sunny Boys irgendwie, finde ich. Die sehen alle aus wie so die typischen Frauenschwärme, die man damals in der Schule gehasst hat, weil die jeder abgekriegt haben. So, warte, wie geht's weiter? Oh, Minus. Da geht's lang. Okay. Aber Rufus. Da oben sind sie. Sagt irgendwie gerade gar nichts. Manche halten sie für ein schlechtes Omen. Nicht unbedingt. Aber wen mag Vroni denn am liebsten, wenn Sebastian nicht mehr magst? Magst du vielleicht Toffys Charakter? Also die so wie Toffy jetzt hier aussieht in dem Spiel. Ich will diesen magst du vielleicht viel lieber, ne? Weil das so ein richtig sexy Schlafanzug ist. Wäre jetzt noch perfekt, wenn so ein paar Pipi-Flecken noch vorne dran hätte. So, damit es realistischer aussieht. Nein, das habe ich jetzt nicht gesagt. Stellt euch das jetzt einfach nicht vor. Mach mal nicht. Aber so hier im Dunkeln, ich hätte jetzt gerne wieder tagsüber. Irgendwie finde ich das schöner tagsüber. Und darf ich jetzt hier durch? Ah. Da hätte ich jetzt nicht mit dem Besen durchgedurft. Das war wieder so eine Barriere, wo ich mit dem Besen nicht durch durfte. Durch durfte. Habe ich nicht übrigens auch mal gesagt, dass wir in dieser Woche, der 7-Tage-Woche, tatsächlich mal ein paar Spiele wirklich vorantreiben wollen? Jetzt haben wir in den 6 Tagen, wir haben ja noch den 7. vor uns, in den 6 Tagen haben wir jeden Tag was anderes gespielt. Es gab kein einziges Spiel, was wir in diesen 6 Tagen doppelt gespielt haben. So viel zum Thema, dass wir langsam auch mal ein bisschen was fertig machen wollen. Ich glaube, das wird nicht mehr. Toffy ist klar auf Nummer 1, aber ich mag auch Nati sehr gerne. Wieso kriege ich das hier nicht auf? Muss ich das wegbomben? Nati? Ah, stimmt, Nati. Ja, stimmt, die. Jetzt kann ich mich noch daran erinnern. Die. Es tut mir leid, dass wir beide Testrale sehen. Das ist sicherlich keine Gemeinsamkeit, die ich mir erhofft hatte. Oh, Testrale. Okay, ah nein! Oh, soll ich es nochmal probieren? Das, was ich nicht gecheckt habe, Leute. Soll ich es nochmal probieren? So, warte mal.
verstehe es nicht. Ich verstehe die Aufgabe nicht. Ich weiß nicht, wie man mit dem Ding umgehen muss. Kann man das auch drehen? Irgendwie? Ich halte es auch gedrückt, wenn ich es gedrückt halte. Sam Smile, hallo. Wenn ich es gedrückt halte, funktioniert es leider auch nicht. Hä? Okay, jetzt habe ich es aus Versehen hingekriegt. Aber ich weiß nicht, wie ich das am besten drehen soll. So, und jetzt umdrehen oder wie? So lange, bis es passt. Oder wie? Warte mal, was brauche ich hier? So. Ja. Habe ich es jetzt doch aus Versehen richtig gemacht? Habe ich es jetzt aus Versehen richtig verstanden? So, eins müsste noch irgendwo hier rumfleuchen wahrscheinlich, ne? Ein drittes. Da oben. Dann habe ich es ja doch verstanden. Toffee kann es, ja. Wer hätte es gedacht? Oh mein Gott. Ich sollte öfter vormittags streamen. Ist da mein Hirn irgendwie besser bei Verstand? Wer weiß. So. So. Ah ne, warte. Einmal noch umdrehen. Warte mal. Nee, warte mal. Hä? Okay, jetzt bin ich doch. Ich bin doch noch ein bisschen. Wie kriege ich jetzt das eine Zeichen hier hin? Ah, hier, jetzt so, genau. Und jetzt wieder von der anderen Seite drehen, bis es passt, ne? Tatsächlich! Oh mein Gott! Ich habe das gehasst. Ja, ich hasse es auch. Aber ich habe es auf einmal verstanden. Das letzte Mal habe ich voll auf den Schlauch gestartet. Ich so, hä, wie soll das gehen? Nie und nimmer kriege ich das irgendwie hin. Scheiß Spiel. Fasse ich nie wieder an. Aber jetzt? Respekt an mich. Links out. Ist wie Memory. Ja, eben. Du musst dir eigentlich nur merken, dass du einfach nur mal die eine Seite anfängst. Du fängst mit einer Seite an. Und dann drehst du dich einfach zur Seite und machst es da weiter. Dann geht es meistens schon. Wenn ich das richtig interpretiert habe, aber... Warte mal. Wie soll denn das... Ach, warte mal. Ist das hier vielleicht? Nee, hä? So? Nee. Okay, nee, das sieht irgendwie falsch aus. Aber gut, andere gibt's nicht. Das muss schon dieses Sternbild hier sein, aber ich weiß nicht, wie ich das da positionieren soll. Ja, wobei, so am ehesten noch, ne? Warte. So. So, glaube ich, ne? Ja, so passt's. Ich kann dieses Spiel momentan nicht spielen. Voll schade, das hat echt Spaß gemacht. Oh, was passiert? Hast du einen Bug, der dich irgendwo festgebackt bist, oder wie? Schaut ein bisschen wie ein Dackel aus. Stimmt das recht? Das war wirklich so ein bisschen dackelig, ne? Das ist natürlich echt bitter, wenn du da nicht mehr weiterspielen kannst, wenn du dich festgebackt hast. Das tut mir dann echt leid. Weil es macht wirklich extrem viel Spaß. Aber wir haben auch letztes Mal festgestellt, weil wir ja auch gesehen haben, dass Sebastian dann den Lord of the Dance gemacht hat. Es ist halt doch echt noch ziemlich verbuggt. Interessanterweise. Weil es ist ja jetzt auch schon sehr, sehr, sehr lange auf dem Markt. Also für Spieleverhältnisse halt sehr lange. Ich meine immerhin über ein halbes Jahr. Und da sollte man eigentlich in einem halben Jahr sämtliche Bugs entfernt haben. Wir brauchen einen Plan. Gut. Uah. Hä? Wie schnell haben die mich denn gesehen? Warte mal. Ich wollte gerade sagen, Cyberpunk lässt grüßen. Die haben sich auch noch mehr... Ja, komm, dann... So. So. Ja, ups, so. So. Sebastian kann mir ja helfen. Hoffentlich. So. Sebastian, aber ich brauche deine Hilfe. Du kannst auch mal was machen hier, ne? Für dein Geld. So.
So, Moment. Ja, Moment. So, wie sieht es jetzt hier an? So, dichter. Genau, so. Und, da. Oh! So, dich kann ich auch so nehmen. So. Oh, Sebastian fliegt ein bisschen neben mir rum. Okay, finde ich auch sehr, sehr praktisch. Aua. Ah, Mann. Ich stecke ein bisschen in der Ecke. Das finde ich nicht so praktisch. So, noch einer. Ah, Alter. Hey, ich hab aus Versehen wieder gewechselt. Ups. Ich hab aus Versehen die Zaubersprüche gewechselt. Das wollte ich nicht. So. Jetzt komm her. Und. Flemm. Sieh mal rülpsen. Oh. Was hast du dir dabei gedacht? Ich dachte an tote Kobolde. Du hättest uns umbringen können. Habe ich aber nicht. Anscheinend wollten Renrocks Anhänger weiter den Weg hinauf. Los, gehen wir weiter. Was? Seit ich schwanger bin, wird mir irgendwie schlecht bei dem Spiel. Ich hoffe, es legt sich nach der Schwangerschaft. Ach so! Oh, ja eben, aber herzlichen Glückwunsch auf jeden Fall dafür. Ist ja eigentlich was Schönes, ne? Ich hoffe mal, dass es was Schönes ist. Kann ja auch sein, dass es ungeplant war, aber ich gehe mal davon aus, dass es was Schönes ist. Ja, aber wenn das geringste Problem ist, dann freu dich doch eher über die Schwangerschaft. Ja, ist natürlich ein bisschen fies, aber komm, nach der Schwangerschaft wird es auf jeden Fall auch wieder besser. Da hast du was, worauf du dich freuen kannst. Guck mal, schon wieder verbuggt. Ich kann das wieder Ding schon wieder nicht mitnehmen hier. Ah, dieses Spiel. Ja, okay, vielleicht solltest du wirklich warten, bis dieses Spiel mal bugfrei ist. Vielleicht bringt es generell was, hier bei dem Spiel zu warten. Ne? Ist es das erste Kind oder ist es eines von bereits mehreren? Warte mal, das kann man hier... So. Revelio. Ja, oh, ganz viel Zeug. Da lacht das Looterherz. So. Und da gibt es noch eine Höhle. Alter, hier ist viel zu viel Zeug. Bugfrei, guter Witz. Ja, eben. Irgendwann hoffentlich mal. Irgendwann ist es mal bugfrei. In der Hoffnung. Da ist... ein Hebel. Ein Schalter, ein Hebel, wie auch immer. Da ist nichts drin, außer alte Holzstücke. Ach hier. Wie geht das nochmal? Wie drehe ich das nochmal? Warte mal, ich müsste erstmal den Zauber dafür wissen. Nee, Schwachsinn. Was war das nochmal? Descendo? Nein, oder? Wobei Descendo könnte... Depulso vielleicht? Ich probiere mal was. Ja, geht auch. Okay. So stimmt's. Jetzt kann ich dann da hoch, oder wie? Ja. Okay. Nee, kann ich nicht. An einer Stelle. An der anderen Stelle nicht. Mein erstes Kind, sie kommt auch bald. Geburtstag ist am 17.11. Mal schauen, ob sie früher kommt oder ob sie bis dahin drin bleiben möchte. Das erste Kind ist... braucht manchmal ein bisschen länger. Nicht nur bei der Geburt, sondern halt eben auch bei, weil sie sich halt Zeit lassen, weil dein Körper noch nicht, das nicht so kennt. Bei den späteren Kindern, die kommen dann meistens ein bisschen früher, glaube ich, ne? Weil du ja quasi schon geistig weißt, was auf dich zukommt. Und das hat manchmal echt, der Kopf hat viel mit dem Körper zu tun. Wenn dein Hirn quasi schon auf die Geburt sich schon eingestellt hat,
dann und weiß, was auch drauf zukommt, dann geht meistens auch immer alles ein bisschen schneller. Deswegen sagt man auch, dass das zweite Kind, außer in, es ist halt eben irgendwas im Argen, weil da irgendwas, ja, keine Ahnung, weil das Kind falsch liegt oder sowas, aber im Normalfall, was die Geburt angeht, ist das erste, glaube ich, immer das, zumindest habe ich das so gehört in meinem Bekanntenkreis, weil ja schon viele, viele Kinder gekriegt haben. Das erste immer das Schwierigste, weil man nicht weiß, was auf einen zukommt. Aber ich will dir jetzt keine Angst machen. Es ist halt, es kann auch mega easy sein. Kann ja auch Ding sein hier, ne?